So, tut mir leid. Hab gerade noch eine Nachricht von einer Freundin bekommen und hab dann noch eine Nachricht bekommen, dass ich kurz mal rüber musste und was nachschauen musste und bin jetzt wieder da. Ja, hat gerade einfach alles gepasst. So. Fierce to Fathom. Fathom, keine Ahnung, kann ich eh nicht aussprechen. Ironbark Lockout. Ich wusste gar nicht, ich habe gemeint, das wäre ein Spiel, das habe ich rausbekommen, das ist der vierte Teil einer Spielereihe, der aktuellste Teil. Der erste Teil ist umsonst, der zweite, dritte kostet was. Das sind an sich abgeschlossene Geschichten. Deswegen, ja, kann ich jetzt den vierten Teil spielen, ohne dass ich die anderen brauche. Ich habe noch nie eins der Spiele gespielt und ich kenne auch nur eine einzige Szene aus diesem Spiel. Ich weiß, habe keine Ahnung, was mich da erwartet. Ganz wichtig, ich konnte es auf Deutsch stellen. Ist für mich sehr, sehr wichtig. So, ich habe genug gequatscht. Bringt dir alles nichts. Ach, cool. Guck mal, wenn ich die anderen Teile habe, ich muss nur eins starten und kann dann auf die anderen zugreifen. Episode 5 kommt bald. Spielzeit der Episode 2 Stunden. Passt. Ist ein episodisches, psychologisches Horrorgame, wo jede Episode eine Kurzgeschichte von den Überlebenden erzählt. Neues Spiel, ich bin mal gespannt. Hey, ich habe mitbekommen, dass du Geschichten suchst, als ich einen YouTuber zugeschaut habe, der Fierce to Fathom gespielt hat. Okay, was ich jetzt erzähle, geschah, als ich etwa 24 Jahre alt war. Ach so, man kann dem Geschichten schicken und der macht die. Es fühlte sich etwas komisch an, das jemand zu erzählen, weil die Geschichte absurd und eigenartig ist. Aber ich denke, es wird mir helfen, mit den ganzen Erinnerungen besser klarzukommen. Moment, warte mal, ist das jetzt eine Story, die ihm jemand geschickt hat oder macht er das selbst jetzt? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ich weiß, die Geschichte woanders zu teilen wäre eine dumme Idee, weil Leute sagen würden, ich würde lügen. Während ich dies schreibe, war dies die schrecklichste Erfahrung meines Lebens. Okay. Ich bin Jack Nelson. Ich hatte einen Minijob als Parkwächter im State Park. Ich war als Feuerwächter in einem der größten Wälder im pazifischen Nordwesten stationiert. Kilometerlange dichte Wälder, die von der Forstverwaltung verwaltet werden. Ich hatte eine Bezahlung, mit der ich über die Runden kam. Aber ich konnte mir nie schicke Klamotten, eine leckere Mahlzeit etc. leisten. Meine größte Leistung bis jetzt war ein Wohnmobil, das ich mir mit der finanziellen Hilfe meines Vaters leisten konnte. Das Wohnmobil war das einzige Zuhause, das ich zu der Zeit hatte. Oh, mir geht es soweit besser, aber diese Scheißerkältung, es wird nicht besser an der Sache. Tut mir leid. Das eine Mal musste ich zu einem anderen Feuerwachturm wegen offizieller Umstände. Es war nur ein kleines Problem für mich, weil ich in meinem Wohnmobil gelebt habe und riesig geliebt habe. Ich verabschiedete mich kurz und machte mich auf den Weg zum neuen Standort. Es war circa eine 2-Stunden-Fahrt. Ah, so lang wie die Episode geht. Ah, cool, es hat so einen alten VHS-Look. Ah! Okay. Das musste jetzt sein. Oh Gott, hoffentlich gibt es kein Problem wegen der Musik. Escape zum Lesen von den Nachrichten. Hallo, ich fahre. Warte mal. Du wirst Billy begegnen. Okay. Ach, das ist das Wohnmobil. Ich wette, wenn ich da irgendwo richtig sehe oder gucke, sehe ich links oder rechts irgendwo eine Gestalt stehen. Das wette ich mit euch. Es hilft mir, den Kopf auszuschalten, die Erinnerungen in Schach zu halten.
Ich fahr mal rein, mal gucken, was passiert. Gar nichts. Ja, hör auf mich zu stoßen hier! Herrgott! Oh, ey, die Musik. Ah, das ist ja cool. Die Musik wird mich echt. Die deprimiert mich. Die Musik deprimiert mich hier. Oh, Gott sei Dank. Drei Textmessages. Ich glaube, da war ein Diner in der Nähe von Roseburg. Sie haben den besten Burger der Stadt. Die musst du testen. Ja Gott, man schreibt nicht, während man fährt. Mein Gott. Merkt ihr das doch jetzt mal. Oh, hat der eine dreckige Scheibe. Ich darf aber nicht meckern, weil meine Scheibe sieht genauso aus. Da ist die Tankstelle. Da ist das Restaurant, okay. Lincoln, hi! Nein, das ist eine normale Amokfahrt. So fahre ich auch Auto. Kein Unterschied zu der Art und Weise, wie ich wirklich fahre. Wie geht's dir? Wer hat die Mauer dahin gebaut? Ich hab's schon ausprobiert mit einem Auto. Ich habe zwei Autos angefahren. Ein Auto und eine Mauer. Ich mache mir jetzt wegen der Geräusche hier tatsächlich ein paar Gedanken. So ein VHS-Look hat eine gute Sache. Man kann die Grafik ein bisschen entschuldigen. Das klingt wie alles, aber nicht, als ob ich einen Burger esse. Da fehlt ein Strohhalm, als ob er halt das Innere so raussaugt. Wie ist der Burger? Dieses kleine Stück Himmel, das hier ist wie mein Wochenendspot. Neu hier? Ich bin neuer Angestellter. Dann hast du doch schon bestimmt die Nachrichten gehört. Was für Nachrichten? Naja, vor ein paar Wochen sind drei Kinder im Park verschwunden. Es ist überall in den Medien. Was ist da passiert? Weiß keiner. Der offizielle Bericht sagt, sie hätten sich nur verirrt, aber das glauben tatsächlich die wenigsten. Sonst noch was? Es geht ein Gerücht um, dass ein Monster sie geschnappt hat. Ein Monster? Du weißt schon, sowas wie Bigfoot oder ein Ziegenmensch. Die Leute glauben wirklich, dass hier sowas im Wald lebt. Glaubst du das? Viele Wanderer und Camper verschwinden in diesem Wald. Manche von ihnen kommen zurück mit Geschichten, denen man nicht glauben kann. Einige von ihnen kommen nie wieder zurück. Was soll dieser Sound hier jetzt gerade? Ja, gut, nee, bei mir hat sich jetzt eigentlich seit heute Morgen auch nichts geändert. Ich habe mir heute noch ein bisschen mehr Schlaf gegönnt. Halt! Nehmen Sie mich mit! Weil ab morgen wieder Arbeit ist. Lady, keine Angst, kommen Sie ruhig näher. Wow. Ich finde es ja schon beeindruckend, wie sie an Ort und Stelle läuft. Aber guckt mal auf das Tablett auf ihrer Hand. Das bleibt ruhig. Das ist das Beeindruckende. Das ist eine Kellnerin, die hat schon alles gesehen. Die große Durchfall-Episode von 83. Das große Burger-Wettessen 96. Die Sache mit dem Schnurrbart im Café. 2003. Die hier.
Die hat alles erlebt. Willkommen im Twin River Diner. Wie geht es Ihnen heute? Gut, wie sieht's bei Ihnen aus? Nehmen Sie Platz und ich werde sofort bei Ihnen sein. Okay, danke. Ah, Bud Spencer, ein Alt und Scheiße. Bitte lass mich in Ruhe. Ich will's ausschalten. Ausschalten! Oh. Wie ist das Essen? Er starrt mich nur an. Ich starre zurück. Moin Thomas, das Spiel ist sehr aktuell. Das ist, glaube ich, jetzt sogar an Halloween rausgekommen. Ist der vierte Teil einer Anthologie. Der fünfte Teil ist in Arbeit. Und das sind an sich abgeschlossene Episoden. Der erste Teil ist umsonst. Der zweite, dritte, vierte, fünfte dann halt kostet was. Die sollen aber ziemlich gut sein, habe ich jetzt gehört. Wie gesagt, die Geschichten sind an sich abgeschlossen, haben nichts miteinander zu tun. Deswegen kann ich halt jetzt da auch den vierten Teil spielen. Ohne dass ich die anderen kenne. Geht doch nichts drüber, als beim Urinieren den Tank wieder aufzufüllen. Thomas, wie geht's dir? Ich bin immer noch ein bisschen erkältet, bisschen im Hals. Aber es ist so ein, glaube ich, jetzt wirklich nur Reizhusten und ein bisschen verschnupft. Dieser blöde Schnupfen will nicht weg. Aber es greift ja echt momentan überall um sich. Wieso hat er eine Schaufel dabei? Wieso kann ich die Schaufel nicht mitnehmen? Eine lange Fahrt hinter dir, was? Wohin gehst du denn? Norden, für eine Lieferung. Und selbst? Ich bin ein Angestellter beim Ironbark Naturschutzgebiet. Also stimmt es? Was diesen Kindern letztens passiert ist? Pff, keine Ahnung. Ich muss gehen. Guten Abend, ich bin die Barbara. Möchten Sie nun bestellen? Ja. Na dann, was kann ich Ihnen heute bringen? Was wollen wir essen? Gegrilltes Käsesandwich, Fleischbällchen oder wollt ihr einen Cheeseburger? Was wollt ihr? Mauern haben sie nicht. Aber Mauernburger. Ich will einen Mauernburger. Na komm, Zwiebelringe und gegrilltes Käsesandwich nehmen wir. Wollen Sie etwas trinken? Was ist das für eine Frage? Natürlich ein Kaffee. Noch etwas? Das wäre alles, danke. Super, ich bringe Ihnen das Essen, sobald es fertig ist. Geben Sie mir einfach Bescheid, wenn Ihnen etwas fehlt. Klingt gut, ich weiß das zu schätzen. Die Musik macht mich tatsächlich ein bisschen aggressiv. Ach, Januar wieder PC, super. Ich bin begeistert, dass jetzt meine Bestellung tatsächlich auf dem Tablet ist. Auf dem Tablet, ja. Auf dem Tablet. Gehen Sie bitte weg, ich will essen. Das hört sich ein bisschen kriminell an. Schlürft die Soßen leer.
Onion Rings, die sind geil. Oh Gott, sie wollte ja, dass ich einen Burger esse. Ich habe ein Käsesandwich gegessen. Ah! Bist du hingegangen? Wie war's? Bin noch. Gerade am Essen. Es ist so lecker. Hat Ihnen das Essen geschmeckt? Ja, es war super. Wollen Sie noch etwas anderes oder soll ich Ihnen die Rechnung bringen? Okay, ich bin sofort wieder da. Hab's doch gesagt. Das Essen erinnert mich an etwas. Du solltest mir doch das Rezept für den Auflauf schicken, über den du geredet hast. Ich werde vielleicht die Gelegenheit haben, und in die Kunst des Kochens einzutauchen, wenn ich beim Ausguck bin. Wow, ja! Bin auf dem Weg nach Hause. Ah, hier ist die Rechnung. Komm, gib mir 50%. Wir geben mir 50% Trinkgeld hier. Anarchie! Und Kapitalismus! In einem! Dankeschön für das Trinkgeld! Ja, bitte. Habe ich eine lustige Story. Ich war mal mit einer Freundin in der Stadt was essen. Und sie hat mir einen Italiener empfohlen. Und ich muss sagen, essenstechnisch habe ich da tatsächlich so ziemlich die beste Tomatensuppe gegessen, die ich jemals. Es war Sommer, es war heiß, deswegen was Kleines. Das war wirklich eine der besten Tomatensuppen, die ich je gegessen habe. Super gemacht. Da kommt die Kellnerin. Mit Rechnungen und alles, haben bezahlt. Und normalerweise, ich gebe Trinkgeld dann. Aber es war so gewesen, ich habe gesagt, ja. Also sie hat mir die Summe gesagt. Und ich habe dann halt das Geld, was ich als Trinkgeld geben wollte, ihr gegeben. Und bevor ich aber was sagen konnte, dreht sie sich um und geht einfach. Und da wurde ich dann sauer. Das war der Freundin, mit der ich da war, ein bisschen peinlich. Aber dieses Verhalten hat mich einfach angekotzt. Die war auch nicht sehr freundlich gewesen. Aber es war viel los gewesen, deswegen habe ich ja kommen, trotzdem. Aber da habe ich dann kein Trinkgeld gegeben. Ich habe dann gewartet und ja, sie kommt dann, sie müssen den Tisch frei machen, wenn sie bezahlt haben. Ja gut, ich hätte gerne mein Wechselgeld. Aber wollen Sie das nicht als Trinkgeld? Ich sagte, hätte ich. Aber einfach weggehen, ohne mal abzuwarten, was ich sage, ob es so passt oder sonst irgendwas zu fragen. Und jetzt vor allem noch dieses, jetzt, Sie müssen aufstehen, Sie haben bezahlt. Also ich möchte genau das Wechselgeld haben, was ich jetzt Ihnen da gegeben habe. Kann man jetzt assi finden? Ich fand das Verhalten von ihr nicht schön. Die Badezimmertür war komischerweise verklemmt. Na gut, ich habe gerade gedacht, was ist denn jetzt los? Oder was ich auch mal erlebt habe, was krass war. Ich habe mit Freunden Geburtstag gefeiert. Wir waren was essen. Es war Geburtstag. Also ich habe eingeladen. Entsprechend war die Summe natürlich hoch. So. Und zu dem Zeitpunkt habe ich komplett immer noch bar bezahlt. Und dann, wir waren fertig, wollten gehen. Und dann kommen sie, ja, wir können heute nicht bar bezahlen. Umgekehrt, Entschuldigung. Also sie können nicht Karte bezahlen. Es geht nur bar, so rum war es, Entschuldigung. Und da haben wir gesagt, ja gut, das ist jetzt aber, das hat uns gar keiner gesagt. Es hängt ein Schild an der Tür. Anyway. Und dann habe ich doch mal geguckt. Da war kein Schild. Hab das auch gesagt und dann haben wir es vergessen aufzuhängen. Aber sie müssen trotzdem bar bezahlen, es geht nicht mit Karte. Aber ich sag mal, wie soll ich denn das machen? 22 Uhr, paar 50, ich komme jetzt an die Bankautomate. Wenn sie nicht bezahlen können, müssen wir das mit der Polizei klären. Also ich bin richtig sauer. Ich wurde richtig sauer. Wir haben die Sache dann geklärt bekommen, weil auch andere sich beschwert haben, weil die gesagt haben, uns hat keiner was gesagt. Und das Gute ist, der Laden gibt's nicht mehr. Ich habe da dem damaligen Chef. Und deswegen, liebe Kinder, fahrt ihr am besten keine kleinen Autos. Die werden von größeren Autos gefressen. Holt euch gleich so einen Alpha Predator auf der Straße, dann passiert euch nichts. Ihr habt ja gesehen.
Das war ein Mini und ja, das war jetzt ein Mini-Häppchen. Ich habe mit dem damaligen Chef dann auch Stress angefangen und habe dem auch gesagt, wenn ihr und euer Personal die Leute so behandeln, brauchen euch nicht zu wundern, wenn keiner mehr kommt. Hat er mir zu mir noch gesagt, ja, interessiert mich nicht, weil wir sind am Theater dran, die Leute kommen nach dem Theater, nach der Veranstaltung immer zu uns essen. Ich brauche gar keine Laufkundschaft, das, was da jedes Mal läuft, reicht ihm vollkommen aus. Tja, kurz danach kam Corona. Zufall? Karma nenne ich's. Er musste zumachen, weil dann kam auch keiner mehr ins Theater. Normalerweise würde ich mich nicht freuen, wenn ein Selbstständiger da alles verliert, aber bei ihm tut's mir ein wenig leid. Vor allem, jetzt konnte jemand den Laden kaufen, der halt die Arbeit auch richtig macht. Ich bleib dabei, wenn ich da links oder rechts guck, wird da irgendwo was stehen, wenn ich mal das richtig time. Muss ich weiterfahren? Ah ja.